So, während andere Rapper im Orbit des Rap-Universums über gekaufte Klicks diskutieren und damit künstlich Aufmerksamkeit für eigene Releases zu erzeugen, erzeugt Entertainment ein lyrisches Meisterwerk namens Inhaltsverzeichnis 2. Entes Idee hinter dem Song ist kurz erklärt. Inhaltsverzeichnis ist quasi das Intro seines Albums Teufel sei Dank und baut auf lyrische Weise alle Titel des Albums in den Songtext ein. Das ist Marketing Next Level, da können sich Klickkäufer eine große Scheibe von abschneiden. Entes Team rund um die Trailfinger-Jungs zaubert einen genialen Content nach dem nächsten aus dem Anglerhut heraus. Angefangen bei dem zweiten Teil der Punchlines für die Fanbase, Entes Livestream, wo er übrigens bekannt gegeben hat, dass ein Trailfinger-Sampler erscheinen wird, wo man dann auch wieder Neues von GOT und Koala hören wird. Apropos Koala, das ist der Typ, der wieder in der Hook und in den nicen Adlibs zu hören ist. Und die Hook ist mal die geilste Hook, die ich nach Shindys Dodi-Hook seit langem gehört habe. Ente transformiert sich auf dem Track. Aus dem ehemaligen Gott wird ein Teufel und er beschreibt diese Transformation lyrisch versiert von Takt zu Takt auf dem überkrassen Vendetta-Beat. Ente hat neue Betonungen für seine Stimmpräsenz entdeckt, die ein wenig an den Rammstein-Frontmann Till Lindemann und seinen rollenden R-Lauten erinnern, was übrigens mal ein geiles Feature wäre, wenn die beiden Akteure in einem Track aufeinandertreffen würden. Die Erde, die er schafft, ist die Erde, in der er uns begräbt. Auch starke Flowwechsel auf dem Beat zeigen, dass sich Ente auch in dieser Kategorie stark weiterentwickelt hat. Ich zeige euch mal den Übergang in dem Track, der das ganz gut deutlich macht. Feuer, das er schenkt, kreuzt er mit Luft, Erde und Wasser und schafft für unseren Untergang ein neues Element. Sobald der Blutrausch beginnt für das bunte Papier, ist das heilige Kreuz an der Wand in den leuchtenden Flammen des Feuers gefangen. Entes erster Part ist aus der dritten Person geschrieben, quasi die Auswirkungen, die der Teufel mit sich bringen wird, wenn er die Erde erreichen wird. Im zweiten Part spricht dann der Teufel in todfinster dreinschauenden Entenmaske selbst zu seiner Fanbase. Er beschreibt per Punchline Paukenschlag eine lyrische Apokalypse. Mindestens an dieser Stelle muss nun auch dem letzten Fan da draußen klar geworden sein, dass der Maskenwechsel, diese Transformation vom Gott zum Teufel auch nochmal visuell ästhetisch deutlich machen will. Die Bridge von Koala und die Adlibs sind quasi die Reaktion des Zuhörers des Songs. Mit dem Was zur Hölle deutet er die Verwunderung an, die in dem Sprichwort Was zur Hölle passiert hier gerade deutlich wird. Für mich die beste Hook 2019. Auch technisch ist das Ganze Next Level. Ich zitiere euch mal was. Teufel sei Dank, sobald der Blutrausch beginnt für das bunte Papier, ist das heilige Kreuz an der Wand in den leuchtenden Flammen des Feuers gefangen. Ente spielt in dieser Line mit dem Stilmittel des Zeilensprungs, das sich vor dem lyrischen Teufel ergibt, und zum anderen beginnt er mit einem Anfangsreim, eine geniale Konstruktion, die nur die wenigsten Rapper so genial hinbekommen. Teufel sei Dank auf heiliges Kreuz an der Wand ist technisch genial gereimt und inhaltlich stark verknüpft, genau wie der Binnenreim der zweiten Line, wo Ente leuchtenden Flammen auf des Feuers gefangen reimt. Das zweite Kapitel, wie Metall an der Schläfe, auf der Jagd nach dem Gold und dem Platin verloren die meisten im Fall ihre Seele. Eine Gestalt aus dem Nebel, die Silhouette der Maske, die blutige Axt in der Hand läutet ein, das Willkommen, um euch alles zu nehmen. In der Hook inszeniert sich Ente als Erlöser der Rap-Szene. Das ist Representer-Shit, wie er in einer Marvel-Cinematic-Inszenierung vorkommen könnte. Könnte, Konjunktiv. Inklusive dem Punchline-Versprechen, wir kommen, um euch alles zu nehmen. Alles, bis auf die gekauften Fake-Clicks. Entes Analogie zum Teufel zeigt sich auch in den mythologisch anmutenden Vergleichen, wie zum Beispiel hier. Ich hab Hörner und Klau. Statt Hörner und Augen wie bei Kürbissen raus. Per Cursor und Maus wird der Körper der Frau danach im Tag Rapper den Hörer verkauft. Sehr spannend fand ich auch folgende Stelle in dem Song, als Ente Rap, sie die Erde wird meine, ihr seid jetzt gerade Zeuge, denn nach jedem Part von mir verbrennen 16 schwarze Kreuze. 16 Kreuze ist mehrdeutig wie der komplette Text vom axtschwingenden Ausnahmetalent. Damit könnten 16 Rapper gemeint sein, die auf dem Album lyrisch begraben werden, oder es ist eine Rap-Referenz zu den üblichen 16 Bars, also der Standardlänge für einen Rap-Part. Was es genau sein wird, wird sich im März offenbaren, wenn Ente sein Album Teufel sei Dank veröffentlichen wird, und falls ihr euch die Box noch nicht gesichert habt, solltet ihr das schnell nachholen. Link zur limitierten Ente-Box findet ihr unten in meiner Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt. Und zum Abschluss dieses Videos sind hier meine Songtitel
meine Songtitel, die ich meine herausgehört zu haben. Ihr könnt ja mal eure Titelideen unten in die Kommentare schreiben, dann vergleichen wir mal, wer von uns recht hatte. Schöne Grüße an Entertainment und die Tripfinger Jungs, und falls ihr Bock habt auf eine Punchline-Top-Liste zum Album, dann gebt diesem Video hier einfach einen digitalen Daumen nach oben. Danke euch, und man könnte noch diesen Kanal hier abonnieren. Wie gesagt, könnte. Konjunktiv.